Dann würde ich sagen, machen wir mal Tanglewood Drive, weil da ist so ein Kürbis dran. Ja, aber dann musst du es auf Albtraum spielen. Nur auf Albtraum. Aber wo können wir denn Benutzer definiert einstellen nochmal? Du gehst ja an die Tafel und ich glaube, hier geht das irgendwo. Schwierigkeitsgrad, genau. Ah, hier, genau. Jetzt ist fortgeschritten. Aber dieses Halloween-Kram wohl nur auf Albtraum. Also, ja. Ach stimmt, da ist dann auch dieses Halloween-Ding dran. Albtraum. Wahrscheinlich, also ich habe es noch nicht gespielt, aber ja. Und Objekte einfügen ist auch anders. Ich weiß ja, hast du es schon gemacht, oder? Hast du schon mal gespielt? Objekte einfügen, meinst du dieses Customized? Nee, wenn du jetzt halt so einfach auf Altraum spielst, dann gehst du hier auf die rechte Seite und da ist ja dieser Shop. Ja, das ist jetzt alles ein bisschen anders als davor. Ich weiß ja nicht, ob du das Update schon gespielt hast. Ja, hab ich. Also hier sagt auch jemand, auf Albtraum kann man dann Süßes sammeln, dann Kürbisse und dann noch ein Foto vom Geist. Was genau das bringt, weiß er aber noch nicht. Ja, ich habe gelesen, die sind noch nicht fertig mit dem Halloween-Update. Das ist jetzt irgendwie so erst Part 1, so. Sollen wir da was Customized machen? Was kann man denn Customized alles machen? Ich guck gerade, ich drück mal drauf. Also, Sanity zu Beginn kannst du einstellen, ob die 100% ist oder 0. Sanity Wiederherstellung durch Pillen 40 oder höher. Abnahmerate der Sanity kannst du auch einstellen. Du kannst den Geist einstellen. Geschwindigkeit des Geistes 100%, 125, 150. Holy shit. Wow. Machen mal den Geist auf Speedrun. Ja, aber da hast du ja gar keine Chance gegen den. Häufigkeit des Herumwanderns hoch. Wir machen mal alles ganz übertrieben. Das wäre geil, wenn man so alles voll auf Spuk macht, aber der Geist huntet nicht. Also weißt du, so einfach nur, man wird zugeschissen mit Schocks. Boah, da gibt's richtig viel, ne? Also, wir fangen mal bei Spieler an. Sanity zu Beginn machen wir 100, ne? Mhm. Sanity Wiederherstellung durch Pillen machen wir mal höher. Wenn der Geist so abgeht, machen wir auch 100. Okay. Abnahmerate der Sanity 1 oder 1. Da kann man 2 machen. Oder 1. Ich lass mal 1. Sprinten an oder aus. Wir lassen an. An. Sprintdauer können wir höher stellen, unendlich. Boah, das ist geil. Machen wir unendlich. Ja, mach unendlich. Geschwindigkeit des Spielers machen wir 150%. So richtig durchs Haus flitzen. Taschenlampen. Also, wir machen Speedrun. Aber dann sollten wir was anderes als Tanglewood nehmen. Ein bisschen was Größeres, ja, oder? Ich wechsle gleich. Verlust von Ausrüstung im Todesfall aus. So. Oh, das ist auch nice. Ja, das ist nice. Und das macht, dass der Geist halt richtig abspuken kann, dass er so richtig crazy ist. Das ist geil. Und hier steht, wenn deaktiviert wird, keine Belohnung ausgezahlt, wird es ja egal. Ja. Geschwindigkeit des Geistes hoch, Speedrun. Häufigkeit des Herumwanderns hoch. Das heißt halt, er wechselt auch oft den Raum, ne? Ja. Dann lassen wir das Mittel, weil das finde ich nervig. Wechseln des Lieblingsraumes. Herumwandern ist dann doch höher. Wechseln des Lieblingsraumes keine. Menge an Interaktionen hoch. Ja. Häufigkeit von Geisterereignissen hoch. Das soll richtig eskalieren. Freundlicher richtig Geist. Eskalieren. Freundlicher Geist aus? Gibt es einen freundlichen Geist? Kasper? Der Geist wird niemals. Ja. Der Geist wird niemals jagen, wenn aktiviert wird. Ah, okay. Ach so, okay. Die Schonfrist. Die Zeit, die vergeht, bis der Geist nach Beginn der Jagd Spieler mach null, töten wie kann. Auf Profi. Oh achso, bis er töten kann. Fünf? Ja, mach auf null. Null, oh mein Gott. Ja. Dauer des Jagens. Niedrig, auch mittel hoch. Mittel. Tode verlängern, Dauer der Jagd. Die Zeit, die der Jagd hinzugefügt wird, wenn der Geist einen Spieler tötet, aus. Ja. Erhaltene Beweise. Wie viele Beweismittel gesammelt werden können? 3. Ja. Chance der Fingerabdrücke 100%, Dauer der Fingerabdrücke 120%, Auftrag, Zeit für den Auftrag, Wetterzufall, sollen wir leichter Regen, starker Regen, Schnee, windig, klarer Himmel, mach mal Regen, oder? Windig hätte ich irgendwie gerne, okay, dann machen wir sodass windig. Der Wind uns ums, um die Ohren pfeift. Mach mal windig. Schnee, windig. Anzahl der zu Beginn offenen Tür keine. Ja. Anzahl der Verstecke sehr hoch. Ach. Ja, warum nicht? Okay. Sanity Monitor an. Aktivitätsmonitor an. Sicherungskasten zu Beginn an. Sicherungskasten sichtbar auf der Karte an. Anzahl verfluchter Besitztümer. Machen wir mal. Alle. Oh, geil. Wir können alle einstellen. Alle. Oh, alles rein. Wie geil. Verfluchter Besitztum. 1 Zufall. Tarotkarte. Ich kann alles einstellen, dass alles da ist. Oh mein alles Gott, drin. Wie geil ist das denn?
Holy shit. Ist das nice. Anwenden. Jetzt wechseln wir nur noch die Karte. Geil. Oh, das ist nice. Hier, Sunny Meadow Restricted. Sunny Meadow Restricted. Aber Restricted ist nicht so groß wie Sunny Meadows, ne? Ja, aber Sunny Meadows ist halt einfach viel zu groß. Findest du Sunny Meadows Restricted ist aber sehr klein. Findest du? Ja. Ja gut. Aber wir könnten auch übel reintrollen in... Weil er wechselt ja keinen Raum, ne? Ich finde eigentlich Farmhouse nicht schlecht oder halt vielleicht wirklich... Aber ich finde Sunny Meadow Restricted... Nein, das ist doch nicht so klein. Wenn du Pech hast, dann kannst du den ganzen Keller noch. Okay. Dann lass mal das. Ist auf jeden Fall größer als ein Farmhouse oder, also größer als dieses Standardhäuser ist definitiv. Okay, dann machen wir das. Dann musst du es auch noch wählen. Da sagt jemand, Multiplikator ist halt null. Was meinst du damit? Das ist für Erfahrungspunkt oder? So, ich habe das gewählt. Du musst es auch noch auswählen. Ich glaube, es reicht, wenn du es machst, aber ich mache es auch noch. Moment, so. Achso, nice. Ja, weil ich ja auch schon gewählt habe. Wie kriegt man eigentlich hier einen anderen Rang? Achso, wir bekommen kein Geld. Das ist nicht schlimm. Wie meinst du? Geisterjäger-Praktikant. Du bist auch Geisterjäger-Praktikant. Wie ändere ich das denn, dass ich mal was Besseres wahrscheinlich als dann wahrscheinlich durch diese Herausforderung, oder? Nee, ich habe ja schon voll viele gemacht. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich besser werde als Geisterjäger-Praktikant. Okay, komisch. Ja, wir verdienen kein Geld, aber es geht jetzt ja auch darum, es einfach mal auszuprobieren. Das ist ja nicht schlimm. Ich tue mal alles hinzufügen, was ich habe. Hat es geklappt? Nee. Ich mach mal alles so. Jetzt hat's geklappt, ist alles voll. Nice, geil. Ich muss mir Geld verdienen. Ich hoffe, es gibt Geld. Nee, so, ich bin die bereit. Meinten ja, es gibt keins, wie wir es eingestellt haben. Ach so, okay. Aber lass einfach mal gucken, wie es ist. Ja. Ich hab Angst. Okay, let's go. Das wird richtig gestört. Lass übrigens einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würden wir uns auch sehr freuen. Ach, du nimmst schon auf! Ja. Ach so. Das ist doch voll wichtig, das alles drin zu haben, was wir eingestellt haben. Was liegt denn da? Ich. Was bin ich? Ich habe einen Termin beim Spa und war ein bisschen zu lange vom in der heißen Wanne. Ja, da ist mir alles einfach so wegge. Jetzt bin ich auf jeden Fall, habe ich gut abgenommen. Also es hat funktioniert. Die neue Blitzdiät. So, was haben wir denn hier als Aufgabe? Zeichne ein paranormales Geräusch mit dem Parabolmikrofon auf. Wehre den Geist während einer Jagd mit Räucherstäbchen ab. Werde Zeuge eines Geisterereignisses. Also, wenn wir jetzt nicht Zeuge eines Geisterereignisses werden, wann dann? Ja, eigentlich müssten wir mal reingehen und gar nichts sagen. Mal gucken, ob wir es direkt merken. Ich bin gespannt. Hast du die Schlüssel? Ja. Ich habe die Schlüssel, ja. Ich finde es... Bei der Karte finde ich es richtig nice, dass das mal andere Schlüssel sind. Weil normalerweise sind es immer so komische Fahrradschlossschlüssel, wo ich mir denke, what? Was sind ja das denn für Schlösser? Voll. Okay. Kisi. Wo bist du? Am Empfang. Warst du das? Nee. Sollen wir uns eigentlich in-game muten und über Dings sprechen, oder? Boah, bin ich immer voll qualvoll. Okay, weil dann würde ich nur ausstellen, dass ich dich höre. So, okay. Warum findet das alle so geil? Lara findet das auch geil, ja, ne? Weil man halt dann einfach sich hier verpieselt und der andere hat so ein bisschen Schiss. Echt, findest du? Ja. Kann dir Phasmo noch Angst machen? Ich glaube, ich bin schon zu abgebrüht. Guck mal, hier liegt alles. Hier liegt alles. Einfach alles. Man kann ja das Zeug, das Kreuz kann man anzünden. Ich weiß nur nicht wie. Mit Feuerzeug, keine oder? Keine Ahnung. Nee, doch. Ich hab schon versucht mit Feuerzeug. Ach so, echt? Nee. Weiß jemand, wie das geht? Mach das mal. Mir kann ja nichts passieren. Hier liegt einfach alles. Wie witzig ist denn das? Geil. Jetzt kannst du halt einen Spiegel nehmen. Ja, stimmt. Soll ich aber mal. Moment, rauben uns die Sachen Sanity? Ja. Okay. Ich glaub schon. Wow! Oh mein Gott! Huntet der? Das ist irgend so eine kleine Göre. Wo? Hier, an der Bimmel. Im Eingang. Also ist sie dort? Okay, Moment, das geht... Erst wenn alle Kerzen an sind, zündet sich das Feuer an. Moment, ich mach mal. Oh, dann huntet sie jetzt aber gleich, ne? Oh Gott. Was ist das? Alter, die Kreuze drehen sich. Das ist was? Ja cool. Was? Hier, die Kreuze an der Wand. Pass mal auf, ich mach eine Kerze an. Oh Gott! Wow! Hey, das ist richtig nice! Okay, aber jetzt huntet sie gleich, ne? Jetzt müssen wir rennen. Bist du bereit? Ah, wir sind ja ultimativ schnell. Eigentlich bräuchten wir ein Fotoapparat. Ja, warte, lass mal holen. Wir sind ja ultimativ schnell jetzt. Okay.
Boah, wie schnell wir rennen können, das ist geil. Da kannst du ja voll gut die großen Maps so schaffen. Ich finde eh, warum können Geisterjäger nicht rennen? Warum? Ich verstehe es nicht. Ja, gerade das müssten sie können. Hast du ein Fotoapparat? Ich nehme einen. Ich nehm auch einen. Okay. Wollen wir noch Salz vielleicht reinlegen? Ja, ein Kruzifix. Dann nehme ich noch. Kann ich auch nicht schleppen. Ich nehme Kruzifix. Ich nehme Salz. Okay. Dann kannst du nämlich auch Salzspuren fotografieren. Geil. Ey, so könnten wir aber halt echt die großen Maps voll leicht machen. So könnte man Asylum und sowas machen, ja. Mach ich mal Salz hier hin. Okay, are you ready? Warte, ich hole noch kurz mein EMF. Moment, noch nicht. Ja, aber das EMF läuft ja eh nicht, ne? Ich will's trotzdem. Weil er macht ja dann Hand, ja. Du kannst ja da nicht messen. Oh, ich habe hier aber auch. Oh mein Gott, Entschuldigung, ich habe hier auch Gefriertemperatur. Die ist hier draußen im Flur. Ja, die ist im Flur. Bereit? Ja. Let's go. Okay. Oh, es brennt. Oh, Foto machen. Boah, wie cool das aber auch aussieht. Lauf! Oh nein, hier ist Hast du ein Foto gemacht? Hier ist zu, Mann! Ah! Ah! Nein! Ich bin tot! Oh mein Gott. Der hier hat hinten zugemacht. Oh mein Gott, wie lange hantet die? So wie du es eingestellt hast. Ewig. Oh, scheiße. Dann werde ich jetzt auch sterben. Aber ich musste glotzen. Ich wollte das sehen. Mit dem Kreuz. Ich wollte das einmal sehen. Schalalalala. Nein, du stirbst nicht. Wo bist du hingerannt? Ich bin jetzt ganz hinten in die Ecke gerannt. Ich wusste nicht, dass sie hinten in der Kirche die Tür zumacht. Also die ging, ich glaube, die kannst du auch nicht aufmachen. Die können Bereiche auch abriegeln. Was halt richtig fies ist. Bin ich jetzt safe? Kies? Ja, deswegen sage ich ja, das ist eigentlich hätten wir die ganz große nehmen sollen. Schalalalala. Also wir hatten schon mal Gefriertemperatur, ne? Ja. Also wenn du die hattest, dann ja. Der Hand ist vorbei. Ja, aber die schmeißt ihr schon rum. Hier, die ganze Zeit. Kann man eigentlich in dem Modus irgendwie so eine Art Neustart machen? Nee, ne? Das geht nicht. Nee. Das wäre cool. Aber sie huntet hier auf jeden Fall extrem rum. Gefriertemperatur hatten wir doch, oder? Ja. Guck mal, sie ist ja nur in dieser Area. Guck mal, wie nice es aussieht, Kies, was du da verbracht hast. Das sieht richtig geil aus. Aber das geht ja dann nur, wenn du das Pentagramm hier hattest. Ich hatte jetzt noch nie das Pentagramm genau hier. Hatte ich noch nie. Ich hatte das schon, tatsächlich. Aber ich finde es nice, dass sich die Kreuze und so umdrehen. Und davon müsste Phasmo einfach mehr reinmachen. Ja, finde ich auch. Highlights. Das wäre nice. Ich nehme nochmal Sanity-Pillen. Ich versuche den mal zu ermitteln. Oder soll ich fahren? Nee, nimm, hol ihn. Okay. Du musst mir helfen. Es gibt eigentlich auch keine Punkte. Ich kann gar nichts machen. Ich bin tot. Du musst mir trotzdem helfen. Was soll ich denn machen? Ich stell kurz die Cam auf. Dann können wir schon mal zusammen mehr machen. Geh doch mal. Ja, ich kann auch nicht auf die Cam gucken. Ich bin Geist. Ich weiß, aber ich kann das für dich tun, Rudi. Lauf doch mal mit der Cam rum und guck, ob da ein Geister Guter Punkt. Kuppel ist. Okay, ist die hier am Anfang oder? Im Flur eher, ne? Oh ja, da sind Orbs. I can see clearly now, the Orb is here. Okay, du hast einen Orb. Du hast Gefriertemperatur und Orb. Das Problem ist, ich glaube, es könnte immer noch ein Mimic sein, ja. Oh nein, das heißt, du musst Fingerabdrücke suchen, ne? Eher sowas in die Richtung halt. Irgendwas oder sprechen. Geh mal hin und frag den Geist, was er so vorhat heute Abend noch. Ich hätte ja Zeit. Okay. So, Moment. Buch und so brauche ich nicht mehr. EMF dann auch nicht, gell? Willst du schick essen gehen? Nein. Kannst du das Gebäude verlassen? Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Wo bist du? Oder wie alt bist du? Wie alt bist du? Gib uns ein Zeichen. Ich glaube nicht. Buch kannst du noch reinlegen. Okay. Aber das Kreuz brennt durch. Ja. Also einmal. Das macht sein konsequent. Du kannst ja auch einen Spiegel verwenden. Stimmt. Und dann kannst du gucken, wo er ist. Also 100 pro hier im Flur, oder? Du willst nur, dass ich sterbe. Ja, das hat es. Nein. Ach, Spiegel machst du vor der Tür. Schreib in das Buch. Wahnsinnig viel. Okay.
Und die Pillen geben ja 100%, also hast du ja noch voll viel Zeit. Und hast du schon die Fußabdrücke fotografiert? Nee, aber die sind ja jetzt eh weg. Das ging alles zu schnell. Außerdem hattest du den Fotoapparat. Ich bin abgehauen, wenn ich ehrlich bin. Mies, der Geist ist trotzdem noch langsam. Ich find's irgendwie auch verrückt, dass mein Geist Ausdauer hat und ich war wohl so ein starker Raucher, dass ich selbst im Jenseits nicht gehandicapt wurde. Also der Geist ist auf jeden Fall im Flur, da wo wir es dachten. Also Dots und so können es auch nicht sein, noch Fingerabdrückchen, ne? Fingerabdrücke und Buch. Und na klar, Dots können es sein. Dots wären Jurai. Okay. Gib uns ein Zeichen. Öffne die Tür. Gib uns ein Zeichen. Aber dafür, dass der 100% Spuk hat, spukt der gar nicht so viel. Ich finde schon, der hat vorhin die ganze Zeit Sachen umgeschmissen. Aber jetzt macht er gar nichts mehr. Es kommt aber, glaube ich, auch auf den Geist an, oder? Gib uns ein Zeichen. Naja, wenn der Geisterorb echt ist, hätten wir Revenant, Jurai, Hantu, Onryo. Oh, da war ein EMF-Ausschlag. Ja, aber hier fummelt der... Oh, jetzt die Tür vielleicht. Also hier ist nichts... Was hat er denn für ein EMF? 2. Achso. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Was an der Scheibe, an der Tür? Echt, ist da was? Oh, ich habe ihn eben da vorbeijoggen sehen. Hast du hier Dots platziert? Nee. Soll ich das mal machen? Ich ihn, ja, mach mal Dots. Kann es sein? Ja, ja, kann sein. Bei Dots wäre es ein Jurai, glaube okay. ich. Okay. Jurai. Aber EMF brauche ich nicht mehr, oder? Ich würde es einfach reinwerfen halt, ne? Okay. Wieso kann ich die Kamera ja nicht platzieren? Ah, jetzt. Oh, Tarotkarten könnten mich wiederbeleben, stimmt. Oh, echt? Ja, soll ich das probieren? Das kannst du probieren, aber komm, das spielt halt auch auf die Sanity, wenn du Pech hast. Ja, ich probiere es trotzdem, Kisi, für dich mache ich das. Und schmeiße ich noch kurz die Dots hier rein. Ja, und dann hole ich dich. Die Tarotkarten sind da hinten, ne? Das weißt ja. du. Ja, ich hole nur, hol nur noch mal kurz die Dots. Achso, Dots, nee, habe ich nicht mit reingebracht. Ja, stimmt. Und dann hole ich die Tarotkarten und versuche dich wieder zu beleben. Ich wärme mich hier am Feuer so lange. Ist ganz schön kalt. Also Geist sein ist echt kalt. Ist so, also Geist fühlt sich so an, als hättest du permanent irgendwo ein Fenster offen. Weißt aber nicht woher. Du weißt nicht woher, ja. So ein ekelhafter, kalter Luftzug. Du weißt ja, die Deutschen, die haben ja Angst vor dem Luftzug. Ich glaube, die Deutschen sind das einzige Land auf der ganzen Welt, die Angst haben vor dem Luftzug. Nee, ich dachte, es wären doch die Italier und Spanier. Nee, die Deutschen mit ihrem Durchzug, die drehen total durch. Wenn du Küchenfenster auf hast und Wohnzimmerfenster, dann wird direkt von der Oma gebrüllt. Durchzug, willst du krank werden? Oder Klimaanlagen. Die Deutschen haben furchtbare Angst vor Klimaanlagen. Klimaanlage kommt mir nicht ins Haus, die macht krank. Das stimmt. Das also stimmt. Also in anderen Ländern, egal wo du hingehst, es ist überall eine Klimaanlage. Aber da war es Zug, glaube ich, in Spanien, Italien. Zugluft. Also ich weiß, die Deutschen haben Todesangst vor Zugluft. Auch so Fenster aufmachen. Mach's Fenster zu, aber hier sind 38 Grad. Ja. Schwitzen reinigt. Also ich sehe. Entgiftet. Ich sehe keine Dots, ich ziehe jetzt die Karten. Also genauso die Deutschen mit ihren komischen, so, die haben auch immer so tolle Ideen, wenn man erkältet ist. Bind dir eine Socke um den Hals. Warum eine Socke? Ja, weil wegen den ätherischen Ölen deiner Füße oder wie oder was? Bind dir eine Socke um den Hals. Bind dir eine Socke um den Hals. Kies. Ja. Die Tarotkarten sind jetzt weg. Wie? Alle? Du hast alle gezogen? Nee, ich hab die gerade in der Hand gehabt, bin in dem Van, jetzt sind die weg. Oh. Wo sind die denn, Leute? Ja, keine Ahnung, wo du die hingeschludert hast. Sind im Van, sagen die Leute. Ah, da, ich hab sie gerade weggeschmissen, sorry. Okay, let's go. Wir haben einmal Devil, das bedeutet? Weiß ich nicht. Wir haben hier im Chat Tarotkarten-Experten. The Wheel of Fortune. Das bedeutet, du kriegst Sanity zurück. The Tower. Ja, du bist 99, das war das Wheel. Okay, wieder Wheel of Fortune. Warmes Bier trinken oder ein Grog. Das ist auch so was Deutsches. The Tower? Ein Grog. Was ist Grog? Rotwein mit Ei oder sowas? Dachte ich, echt? Ich glaube ja, ein Grog ist, glaube ich, Rotwein mit Ei. Devil bedeutet, der Geist zeigt sich. Devil, schon wieder? The Tower? Oh mein Gott, es kommt gleich Dead, dann bin ich tot. The Hanged Man? The Fool.
Ich guck mal auf deine Sanity. Alle gezogen, oder wie? Ja. Ja gut, dann komme ich nicht zurück. Oh, Kisi. 97, dir geht's auf jeden Fall gut, du musst keine Pillen zu Ich guck nochmal nach Fingerabdrückchen und wenn es da nicht ist, dann rate ich. Also glaube ich, Mimik ist nicht, oder? Gib uns ein Zeichen. Er hat nicht ins Weiß Buch nicht. Geschrieben. Also rein theoretisch könnte es Mimik sein immer noch, weil Gefriertemperatur hat auch ein Mimik. Nur die Kurbel ist halt fake beim ja. Mimik. Der Geist war ab. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Öffne die Tür. Öffne die Tür. Öffne die Tür. Schließe die Tür. Mache mit ihr, was du willst. Touche mich. Touche Berühre mich, Geist. Fahr in meinen Körper. Nein, das nicht. Touche my Spaghetti. Also in mich darf er reinfahren. Ja, das für dich ist okay, für mich nicht. Ist das cool. Gib uns ein Zeichen. Wo soll er denn hier Fingerabdrücke machen? Bitte. Geist, gib uns ein Zeichen. Geist. Geist. Im Namen Jesus Christi. Im Namen Jesus Christi. Ich befehle dir. Ich befehle dir. Offenbare dich. Offenbare dich. Es hat funktioniert, hat die Tür geöffnet, aber es sind keine Fingerabdrücke dran. Dann sind es auch keine Fingerabdrücke, so oft wie der schon gefingert hat. Ja, dann ist es, nee. So, dann heißt es, was können wir ausschließen? Boah, Buch vielleicht, dann ist es ein Revenant. Es gibt aber halt Bücher, das sind ja auch so schreibfaul, die Geister heutzutage, ne? Aber alles nur mit dem Handy. Aber er schreibt doch nicht ins Buch. Naja, vielleicht liegt es halt auch nicht gut. Geisterbox war es auch nicht. Es kann nur Revenant und Yurei sein. Was wäre Yurei nochmal? Yurei wäre Dots. Du hast doch vorhin den irgendwo rumfahren sehen. Ich meine, ich hätte da jemanden vorbeihuschen sehen. Ich mache jetzt Yurei. Let's go. Ey, lässt mich hier einfach zurück in Sunny Meadows. Das ist meine neue Heimat. Also nicht schlecht. Willkommen in deinem Zuhause. Das Haus, das du durch Phasmo erarbeitet hast, ist tatsächlich ein Phasmo. Ja, Sunny Meadows. Ey, hätte ich gerne. Ich glaube, daraus kann man was es machen. Es war ein Revenant. War ein Revenant. Aber hey, Revenant. Wir kriegen ein bisschen Geld. Guck mal. Guck mal. Ich muss draufzahlen. Uns wurde wieder abgezogen. Ja, ich muss draufzahlen. Du gestorben steht bei mir. Ach, okay. So. Man kann die Einstellung auch speichern. Das ist gut. Okay, Kamera. Dann weiß ich das fürs nächste Mal. F und die Taschenlampe. Okay, dann nehme ich Geisterbox. Oder obwohl, wir wollen ja das Ding anzünden. Wir wollen ja direkt hier das Kreuz. Ja. Dann nehme ich Fotoapparat und Feuerzeug mit. Das ist schon nice. Aber da müssen wir richtig flitzen. Ja. Bin ich bereit. Dann müssen wir richtig hart absprinten. Okay. Es ist auch wirklich schon ein bisschen anders als in der Restricted-Version. Oh, ich finde es so cool, wie die Kreuze sich umdrehen. Ja, ich finde es so geil. Ist wirklich nice. Ich bin so gespannt auf Ghost Watchers, was da kommt. Das sieht nämlich ultra fett aus, der Trailer. Ja. Okay, are you ready? Haben wir ein Apparat? Ich habe ein Fotoapparat, gut, ja. Okay. Ja. Oh fuck, die Tür ist zu. Oh mein Gott, was? Vorbei? Ja, aber warum war denn die scheiß Tür zu? Ja, die können das jetzt. Oh, die können echt? Jetzt Gebiete abgrenzen, ja. Oh, die Geister, während ich abhau. Er hat noch gehuntet, glaube ich. Holy shit. Oh fuck, ja, er huntet noch. What? Ich bin tot? Ey, leck mich am Arsch. Wie warum? Lange huntet der denn? Ja, lang ja, haben wir ja gesagt. Und hat mich einfach aus dem Nichts weggezogen. Haben wir gesagt, er soll langhanden. Ja? Komm, dann machen wir nochmal, Kies. Ich find's doof, wenn du tot bist. Das ist ja richtig krass. Machen nochmal.
Der handelt ja ewig. Da kam der aus dem Nichts und zieht mich weg. Komme nicht mehr raus. Das war 51 Sanity. Ah, da brennt's. Da war der Burning Man. Tarotkarten, oh stimmt. Stimmt, du könntest mich Vielleicht noch retten. Vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, Kisi. Du musst sie alle ziehen. The Tower. The Devil. Das heißt, er zeigt sich. Ja! Oh. Ja, okay, und ich hab's voll weggeglitscht. Oh. Kisi, du lebst wieder. Was war das? Oh. Ich war an einem wunderschönen Ort. Großmutter war auch da. Kisi, ich hab's übel weggefetzt. Ich muss mal schnell das Sanity nehmen, sonst handelt der direkt wieder. Kann man da überhaupt raus? Ich kann keine Tür öffnen. Was? Ich konnte die Tür eben nicht öffnen. Oh, oh, sag, du bist noch irgendwie Beyond Two Souls. Ich bin noch halb, ja. Ich bin teilweise im Jenseits. Oh nein. Oh nein, Kisi. Kisi, wie war's? Wie hat er dich getötet? Er hat mich angefasst und gewürgt. Oh nein. So eine Sau. Hat mich gechoked. So eine Sau. Wo war der denn? Hier, ich dachte, das wäre vorbei, weil die Taschenlampe nicht mehr geflackert hat und dann. Entweder ist direkt in meinen Armen gespawnt. Aber hier war der. Er hat doch hier gerade auch irgendwas zugemacht, oder? Yay, yeah, Kisi ist wieder am Leben. Was ist denn meine Sanity? Oh, die ist aber nur auf der Hälfte. Ja, du musst mal schnell was nehmen. Hast du noch Karten? Ja, die liegen da noch am Boden. Und zwar. Kann ich auch, kann auch Karten ziehen. Ich habe Angst, Kisi, mach das nicht. F habe ich gezogen. Nein. Kisi, man sollte halt mit Karten nur spielen, wenn man sie auch kann und versteht. Aber bist du ja. Da drin ist der kleine Kissi-Missi. Und er macht sich gerade Pissi-Pissi in die Hose. 5 Grad. Ich glaube, er kommt. Boah, ey, wie lange handelt der denn? Kisi! Der macht eine richtige Party da drüben. Auf geht's. Tür auf. Boah, echt jetzt? Was hast du denn gezogen? Ja, tot. Oh. Instant. Guck mal wegen deiner Sanity. Gib ist wahrscheinlich jetzt uns auch tot. Ein Zeichen. Nee, die ist, oh, die ist, die, der geht's gut. Gib uns ein Zeichen. So eine Nahtoderfahrung kann auch erquickend sein. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Zeige dich. Gib uns ein Zeichen. Oh, 5. Oh, ich habe das Sun gezogen. Ist das nicht auch für Sanity? Ja, aber kannst du das bitte nicht ziehen, während ich hier drin bin? Verdammt. Ja. Du hast ja gesagt, die Population von Gnu. Na und? Gnus? Sagt man Gnun oder Knus? Knus. Knus. Ja und? Deswegen musst du mich nicht hier ausräuchern. Ja, aber die sind ja, so hoch, weißt du? Und ich dachte, ich tu mal was. Ja, aber ich kann reden. Ja, kann Benjamin Blümchen auch. Stimmt. Das ist ja eh eine eigenartige Beziehung. Zu Otto, ja, schon irgendwie. Also, wenn du Benjamin Blümchen als erwachsener Mensch hörst, denkst du auch so, was läuft bei den beiden? Und allein der Name Herr Tierlieb klingt auch irgendwie versaut. Ich bin Herr Tierlieb. Wer heißt denn so? Was wurde aus Bibi Blocksbergs Bruder? Das werden wir auch nie erfahren. Der ist einfach verschwunden, aus der Familie ins Exil geschickt. Ja.
Benjamin ist auch hier, das Intro-Lied ist auch Body Shaming. Oh mein Gott, ich finde den nicht, den Geist. Verdammt. Ich auch nicht. Weil das ist halt ein Riesenladen, ne? Das ja. Muss man halt auch mal sagen. Ja, aber hier jetzt schon mal 4 Grad. 13 Grad. Gib uns ein Zeichen. Ich suche hier gerade. Guck mal, da geht's auch noch in den Keller und boah. Jetzt 4 Grad. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Ja, aber, ja, okay, Moment, der hat gehuntet und. Moment, aber der war relativ nah bei mir. Das heißt, er kann nicht irgendwo aus dem Keller hochgelaufen sein. Ich glaube, dass der hier irgendwo ist. Er muss eigentlich relativ. Ja, der hier jetzt auch 4, 5 Grad so. Die Frage ist, ist überhaupt noch Strom an? Nee, Strom ist nicht mehr an. Das müssen wir jetzt erstmal machen. Ich mach mal kurz den Strom an. So, und zwar draußen. Oder ist sie draußen? Oh nee, die ist gar nicht hier. Keine Ahnung, ich schaue hier gerade mal so ein bisschen. Ich kam auch hier so aus dem Keller raus. Oh Kacke, jetzt müssen wir erstmal diese dumme Ding finden. Wo war die denn? Ich dachte, die wäre immer draußen gewesen. Sag mal, dieses Paramikrofon, ne? Parabol. Funktioniert das mittlerweile? Ja. Das ist richtig gruselig, ja. Läuft es auch richtig jetzt oder ist es immer noch so komisch? Weil ich finde es richtig unheimlich, ja. Du kannst es mal ausprobieren, wenn du magst. Weil das lief hier die ganze Zeit auch nicht so pralle. Probier's gerne mal. Mal gucken, ob das ist, wo du sagst, dass es jetzt was Neues ist oder ob ich es einfach nur besonders finde, obwohl es nichts Besonderes ist. Weißt du, wo die Ding ist? Warst du das? Ja. Wo man hier jetzt den Strom anmachen kann? Nee. Ich bin jetzt ja auch super schnell, deswegen Geist. Ist das auch komplett egal. Wo bist du? Oh. Oh, ich hab's. Gib ich hab's. Uns ein Zeichen. Ist an. Strom ist an. So, ich komme mal zu dir, weil da waren auch kältere Dinger. Den hatte ich 0,2. Wie sieht's denn bei uns eigentlich aus wegen Sanity? Weiß ich nicht. Geil. Ey, wir haben doch einen Spiegel. Oh, stimmt. Oh mein Gott. Wir können doch cheaten. Wie du rennst, wie du sneakst. Okay, ich gucke in den Spiegel. Er ist irgendwo an der gekachelten Badezimmerwand. Okay. Sanity ist noch okay. Und, ah, er ist in so einem Raum, er ist in so einem Raum, wo so ein elektrischer Stuhl oder sowas ist. Okay. Okay. Hier, 5 Grad. Also ich habe einen Blutfleck an der Wand gesehen. 5 Grad. Ich habe gerade die Tür gehört. Warst du das? Nee. Dann kam das nämlich von hier hinten irgendwo. Hier habe ich aber 5 Grad. Oder war ja, das ja, aber der ist doch in so einem... Der ist doch in irgendeinem Headshot-Raum. Ich glaube, das ist im Keller, der Raum. Nee, der ist nicht hier oben. Okay. Das ist so einer, der so halb gekachelt ist. Dann weiß ich, Badezimmerfliesen. Darin war ein Blutfleck. Und ich habe so einen elektrischen Stuhl oder sowas gesehen. Weil man hier geht die ja, Treppe genau. runter. Ja, genau. Weil hier kam auch diese Tür, die nach unten ging, glaube ich, her. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Oh, das sieht gut aus. Wahrscheinlich hier Zelle. Irgendwo. Der Entspannungsraum. Na, hier, sowas. Ja. Da, ich habe eben eine Tür gehört. Zweier. Hier in dieser Area ist er. Boah, es ist riesig. Wahnsinn. Wo bist du? Guck mal, hier drin ist jemand geplatzt. Oh mein Gott. Und wo hattest du den jetzt gefunden? Hier. Wo bist du? Boah, ist ja gruselig. Was willst du, Habibi? 9 Grad. Oh, hier hinten? Ja, und in so einem Raum habe ich ihn auf dem Spiegel gesehen. Okay, hier. Ja, hier ist doch der Raum. 1 Grad. Bist du ein Kind? 2 Grad. Warst du das gerade? Ja. Bist du alt? Gib uns ein Zeichen.
Oma da weggebatscht. Gib uns ein Zeichen. Wie heißt denn der Geist? Der heißt Harold Emmett. Harold Emmett. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Oh, hast du das gehört? Nee. Von Weitem, dieses... Oh, EMF5. Yes. Oh, hast du einen Schrei gehört? Ja, das meine ich ja. Das ist geil. Gib uns ein Zeichen. Weißt du, was ich voll gerne in meinem echten Leben machen würde? Ich würde gerne zu so einem amerikanischen Halloween-Labyrinth. Weil die Deutschen sind nicht so geil. Die Amis, da gibt es ja wirklich so 2 Meter große Kettensägen schwingende Irre, die dich dann schnappen und verschleppen und sowas. Also richtig hart. Ja, das ist richtig gruselig. Hätte ich so Bock drauf, sowas zu machen. Das wäre echt krass. Da hätte ich auch Bock drauf. Und das ist ein Livestream, das ist schon lustig. Boah, das wäre richtig. Ja, dann wären wir hier bei gigantischen Zuseherzahlen, ne? Ja, ja, das wäre krass. Also das, glaube ich, würde richtig abgehen. Die haben so heftige Horrorlabyrinthe. Das wäre geil. Weil in Deutschland war ich einmal in einem Labyrinth und ich war mal mit meiner Freundin auch im Moviepark. Moviepark kann ich gar nicht empfehlen. Da wollte ich mal hin. Richtig schlecht war das. Ich war voll enttäuscht. Ich glaube, wenn du es einmal halt dich schreckhaft bist. Wir müssen mal Sanities nehmen und. Ja, also du kannst da auch nur hin, wenn du halt einen Fastpass holst und irgendwie dann auch guckst, dass nicht alles ausgebucht ist. Wir waren zum Beispiel, du musst dir halt alles extra nochmal holen. Du holst den Eintritt, du holst den Fastpass, du musst dir unterschiedliche Shows nochmal holen. Wir waren zum Beispiel in The Walking Dead, das hat dann irgendwie nochmal 9 Euro pro Person gekostet. Ich war richtig enttäuscht. Oh. Weil einfach doof war. Ich glaube, dann werde ich da nicht hingehen. Wir müssen, glaube ich, nächstes Mal einschätzen, dass die Sanity schneller runtergeht, aber jetzt ist es... Was? Oh mein Gott, wir haben ja gar nichts verloren. Ja, ja, deswegen. Ich habe gerade eine Pille genommen, ich hatte schon 70, aber trotzdem. Ab jetzt gibt es keine Sanities. Wir können nächstes Mal Sanity bei uns ein bisschen weiter runterbomben. Dann, genau, Gefrier hatte ich jetzt nicht. EMF kann ich wegpacken. Genau, Kamera. Ich nehme die... Oh, ich hab's okay, ich nehme Kamera mit. Let's go. Ich habe dort so einen Finger. Okay. Und die Finger hattest du nicht, ne? Mhm. Okay. Ja, voll cool, was er auch gerade für Geräusche gemacht hat. Als wir weg waren, hat er auch nochmal so ein gruseliges Geräusch gemacht. Warte mal, wo geht's lang? Da. Hier. Ja. So lustig, wie schnell du jetzt bist. Weil Halloween ist eigentlich so die geilste Zeit. Ja, ich liebe, Halloween ist mein Lieblings-Event im Jahr. Halloween ist auch das Beste. So cool mit den Kürbissen und den Lichtern und allem. Schon wieder. Was hörst du denn da? So ein... Echt? Ja. Oh, Finger. Geil. Oh ja, so, hello EMF5 hat der gerade geschrien. Er hat hello geschrien. Fingerabdrücke und EMF. Ja, was willst du? Was brauchst du? Hat die Tür bewegt? Ja, im Hintergrund hört man voll die Schreie. Hier gibt es auch irgendwo so einen Verbrennungsofen auch noch. Ja. Willst du da mal hin? Warst du da schon mal? Mhm. Achso, doch, war ich schon drin, ja. Ganz ungewohnt, dass Fast nur mal so ein bisschen blutig ist, gell? Ja. Finde ich aber gut. Ja, finde ich auch. Aber es ist echt cool, auch mit dem Benutzerdefinierten, ist echt eine nice Idee. Ich bin mal gespannt, was die Outlast-Leute machen. Ja, vor allem, was man zusammen spielen kann. Ja, deswegen. Und die sind eigentlich ziemlich gut, Red Barrel. Aber wann das halt kommt, angeblich dieses Jahr, aber ich. Ich fand den 1er richtig gut, der 2er hat mich nicht mehr so gecatcht. Nee, der 1er war ziemlich stark, aber der 2er war dann so. Mm. Die Story im 2er ist ziemlich gut, wenn man sich halt mit diesen ganzen Sachen beschäftigt. Ja, das schon, aber das Gameplay war so. Aber auch die Story vom 1 ist richtig gut. Also ja, finde ich auch. Und Murkoff und was sie da so alles machen und. Das finde ich auch richtig nice. Ist auch richtig nice, wie schnell du dich hier bewegst. So müsste fast mal immer sein. Das ist das Einzige, was mich an dem Spiel eigentlich immer nervt. Dieses, oh, du gehst 3 Schritte und der Geisterjäger explodiert. Die Lunge. Der Mann glüht. Soll ich mal kurz gucken, ob wir Orbs sehen? Ja. Orbs sind ja auch unten, ne?
Ja. Boah, ich habe keine Ahnung, wo hier die Verbrennungsanlage ist. So ein Ding müsste eigentlich im Keller stehen, aber... Na, hier ist... So groß ist es eigentlich gar nicht. Haben wir Herbs? Ja, und hier waren wir auch schon. Ich glaube, wir haben keine Herbs. Oh, ja, er hat es durch Dots gelaufen. Ja? Ja. Dann haben wir alles. Ein Gorio. Ein Gorio. Ein Gorio. Ein Diarö. Durchfallgeist. Deswegen diese Geräusche. Stoß dich ein. Deswegen diese Geräusche. Du hast so einen Furz in der Ferne. Den kann ich dir geben, wenn du magst. Ja. Ach so, was habe ich gehört dort in Sunny Meadow? Und wieder Chili-Abend in Sunny Meadow. Jetzt wird Chili-Abend gestorben. Oh, geil. Hast du eingetragen? Moment, nein, 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 nein. Gerüö. So, jetzt habe ich's drin. Dann lass mal die Sanity jetzt mal runter machen und eine kleine Map machen. Auch ja. mit allen Dingern. Dass es so eine schnelle Speedrun-Runde wird. Tot durchgeplatzter Darm. Oh Gott. Aber man kriegt jetzt Geld oder? Ich schaue ich mir jetzt mal an. Multiplikator gar nichts. Und nee, man kriegt am Ende alles abgezogen. Okay, verstehe. So, dann machen wir nochmal Benutzer definiert. Wir machen es aber erstmal bei Spieler. Ich kann es jetzt auch quasi verschieden benennen und dann einspeichern. Ja, du kannst genau. Speichern. Aber dann lass mal eine andere Karte nehmen. Lass irgendeine kleine nehmen und der soll uns da richtig zuballern mit Spuren. Genau, Sanity zu Beginn. Sanity Wiederherstellung mit Pillen machen wir mal nur 25. Abnahmerate der Sanity machen wir mal höher, 2. Weil es ist bis jetzt 1 gewesen, das hat ewig gedauert. Sprinten an, Sprintdauer. Unendlich. 150, Taschenlampen an. Aus. So, ich speichere das jetzt nämlich mal ab. So, ich habe mal hier Tanglewood ausgewählt. Okay. Häufigkeit von Geisterereignissen hoch. Ich sehe nichts. Ja, ja. Hast du es? Moment. Ja, das ist auch ein bisschen doof geregelt, ne? Schonfrist wollten wir keine, ne? Nee, der soll voll drauf. Okay, Dauer hoch. Tote verlängern dauert der ja. Willst du. Nee, das lass mal aus. Beweise, Chance von Fingerabdrücken. Und dann kommt der Auftrag. Wetter machen wir wieder windy für dich. Anzahl Schnee der Verstärkung. Finde ich ein bisschen nervig, weil da die Bubbles immer so. Ja, weil es sieht aus wie so Sanities dann. Orbs, meine ich. Ja. So, verfluchte Gegenstände machen wir auch wieder alle an. Ja, guck mal hier, du sammelst hier auch alle verfluchten Gegenstände, ne? Ja. Hast du gesehen, in Vitrinen, wenn du es aufhebst, ja, hast du da drin. Ja, voll süß. Und hier sind die Kerzen vom Penta. So, ich habe das jetzt mal gespeichert. Anwenden. Jetzt gehen wir mal zu einer anderen Map. Und welche wolltest du? Okay, Tanglewood. Ja, okay. Und let's go. I'm ready. Jo. Start! Let's go! Okay. Dann so. Nehme ich mal die Frierie. Oh! Geisterboxy. Okay, I'm ready. Oh, wenn der hier lang huntet, ne, das wird ja ein Fest. Das wird richtig krass, sich da zu verstecken. So, Strom ist ja an, glaube ich. Yes. Wo bist du? Ich würde hier nie wieder leben. Hier ist schon mal der Spiegel. Kann man eigentlich direkt mal reinlunzen. Ich guck. Küche. Küche. Okay, wir sind Geisterjäger auf Speedrun. Auf Speedrun. Wir sind Speed-Geisterjäger. Ich habe da so ein Spaßpulver gefunden. Seitdem bin ich richtig schnell.
Deswegen Geiser Jäger auf Speedrun. Mir fallen die Zähne aus und die Haare, aber ich bin schnell. Ich habe einen Orb. Echt? Ja, Küche. Direkt ein richtig schöner, dicker, fetter Küchenorb. Aber da ist gar nichts an Gefriertemperaturen hier. Bist du hier? Orb und Gefriertemperaturen, das muss ja nicht zusammenkommen. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Okay, er sagt doch schon mal nix. Ich hol mal EMF. Ich hab mal hier Dots. EMF, mit freundlichen Grüßen. Das EMF. Ich hatte auch schon so 1 Minuten, Hans. Wirklich, wo ich reingegangen bin, EMF 5, Gefriertemperatur und Orb oder so. Ja, ja. Okay. Ja. Und dann denke ich mir, okay, dann können wir wieder gehen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Geist, gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Wie alt bist du? Er steht quasi in dir drin. Oh, das höre ich öfter. Gib uns ein Zeichen. Er macht gar nichts bei mir. Hasst er mich? Vielleicht. Gar nichts. Als wäre ich nicht hier. Das hier mit und das hier mit. Ich habe eigentlich schon alles reingelegt, was man reinlegen kann. Also der, wenn der sich jetzt nicht gleich exposed. So eine Unverschämtheit. Dann weiß ich auch nicht. Haben wir Fingerabdrücke schon? Guck mal, im Keller gibt es auch ein Pentagramm, was wir lostreten können. Knochen. Und ein Board. Ist richtig geil, wenn alles auf einmal da ist, gell? Spieluhr könnte man auch machen. Oh ja, die ist cool, weil wie funktioniert die nochmal? Du musst die hinlegen und dann geht er dahin, glaube ich. Ich habe halt keine Ahnung, wo das Ding ist. Also wir haben bis jetzt nur Herbs, gell? Bis jetzt haben wir einen Orb, ja. Geistermann, wo bist du? Guck mal nach Fingerabdrücken. Habe ich schon und da habe ich nichts gefunden. Okay. Der hat aber auch nichts. Der hat doch nichts angefasst. Also nee, nur die Tür hier eigentlich. Ah, doch, hier ist doch ein Fingerabdruck. Echt? Ja. Ah ja. Dann Fingerabdruck. Das Benji, könnte Benji Obake. 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 Ein Obake. Obake. Gib uns ein Zeichen. Bayerischer Geist, Obake. Obake. Obaktis. Gib uns ein Zeichen. Die in Bayern glauben ja an den Schulterhocker. Das ist irgend so ein Außen, ja, keine Ahnung, Ghoul, Geist, whatever. Der sitzt am Wegesrand und springt den wandernden Leuten auf die Schulter und beschert ihnen so eine unerträgliche Last. Wie gruselig. Tyrannisiert die. Ja, ist voll ekelhaft, das Ding eigentlich. Da gibt es auch so einen gruseligen japanischen Film, wo doch der Mann sich wiegt und er wiegt doch auf einmal 50 Kilo mehr. Und dann irgendwann sieht man, dass die Frau, die er ermordet hat, auf seinem Rücken drauf ist. Die Japaner haben schon coole Legenden. Ja, voll die geile Idee gewesen. Das war echt nice. Oh, hier ist wieder was. Im F3. Ich hab Dots gesehen. Okay. Das ist eine Benji. So, ich würde sagen, wir machen mal unten das Pentagramm noch an. Okay, warte, ich bin noch nicht ready. Das ist eine Benji. Willst du das jetzt wirklich machen? Was hatten wir jetzt noch? Dots. Wo rennen wir dann hin? Fingerabdrücke, ja, das muss jetzt jeder. Wir müssen beide hier unten sein und den Geist einmal angucken. Ich mache uns aber schon mal die Schränkchen auf, okay? Also du musst den Geist angucken und ihm sagen, dass er doof ist. Und dann musst du wegrennen. Hast du ein Fotoapparat? Nee. Hast du einen? Nein, warte, ich hole einen. Hol noch schnell. Wir sind richtig gierig, nur Schafernack zu treiben. Ja, wieso auch nicht, ne? Man hat ja nichts zu verlieren. Ja, ist schon geil, das mal so auszureizen. Phasmo kann man jetzt mal richtig schön ausreizen. Okay, bin bereit. So, war ein Foto. Du bist doof! Jetzt rennt weg. Rein in den Schrank. Boah, mein Schrank, der riecht aber echt. Zieht hier rüber. Oben im Schrank ist so ein Luftschacht. Ha ha.
Boah, der geht richtig ab. Holy shit, hast du gemerkt, wie schnell der ist und wie aktiv? Ja, ja, und wie er alles richtig rumschmeißt. Der hat richtig Stoff gegeben. Holy shit. So, jetzt noch die Spieluhr. Ne? Oh ja, die Spieluhr. Die ist irgendwo, ich hab sie. Warte, warte, wo bist du? Wie funktioniert die? Erklärst du mir das? Man muss sie, glaube ich, aufdrehen, positionieren, dann geht er da hin und dann, ja. Du darfst sie nicht kaputt machen, ne? Oh, Telefon. Ja, die Mutter vom Geist ruft an. Wir sollen den Harald in Ruhe lassen. Aber wie, tötet der uns nicht? Entweder er tötet uns jetzt. Und jetzt? Oh, fuck. Boah, ich hab's falsch gemacht. Du Schwein! Oh! Du auch? Nein. Nee. Ich hab dich reingeschubst in seine Arme. Aber wie funktioniert denn das? Ich weiß nicht, also man muss sie aufziehen und platzieren, dann rennt er da hin, aber der stand halt oben. Aber der kann einen töten, während er da hingeht, ne? Ja. Die Karten, Kisi, die Karten! Boah, wo liegen die? Ich muss erst Pillen holen. Ich kann gucken, wo die liegen. Wo liegen die Karten? Kinderzimmer? Hier gibt's ja nicht so viele Orte. Wohnzimmer, oder? Wohnzimmer. Oh, nee. Fernseher mal anmachen. Zieh die Pokémon-Karten. Shiki, dein Lieblings-Pokémon? Ja, bin schon. Der heißt ja im Englischen Squirtle. Ja. Kleine Spritznase. Da gibt's sogar Shiki-Puppe. Okay. Wo sind die Karten? Hier, glaube ich, im Büro. Nee, ich glaube, das muss irgendwo. Soweit ich weiß, im Wohnzimmer. Da, wo der Spiegel war. Ah ja, nice. Hol mich wieder. Oh nein. Oh nein, du bist tot. Oh Gott, ist der schnell. Um Gottes Willen ist der schnell. Oh Gott, ist der schnell. Was? Warum? Waren das deine Lieblingskarten? Der hat dich ja richtig gesnackt. Was zur Hölle? Wie so ein Ehemann, der seine Frau schon einen Monat nicht mehr gesehen hat. Mama, das war eine Benji, hat irgendwie so eine Fähigkeit, dass sie noch mehr... Ja. Ey, das ist ja Wahnsinn. Der hat dich ja richtig... Richtig gierig. Der war richtig gierig auf dich, ey. Oh mein Gott. Ein neues Parfüm hat reingeknallt. Aftershave. Ja. Spezielle Duftnote. Der wollte dich aber richtig stilischen. Können Banshees irgendwas Besonderes? Eine Banshee wird ihr Ziel schwächen, bevor sie angreift. Schwächen? Manchmal kann man das Geschrei einer Todesfee mit einem Parabolmikrofon hören. Ja, das soll ganz, ganz geil sein. Das haben wir nicht gemacht, ne? Mhm. Hier steht, die singende Sirene ist dafür bekannt, ihre Opfer mit Liedern anzulocken. Es wurde festgestellt, dass sie sich ihrer Beute aussucht, bevor sie angreift. Können wir ja auch einen Geist aussuchen? Das würde ich voll gerne hören. Dämon hätte ich gerne. Der ist nämlich am asozialsten, aber der ist voll selten geworden, leider. Das wäre schon richtig nice. Aufladen des Sprints? Brauchen wir nicht. Ich will nochmal. Okay, wie wär's, wenn wir auf Camp Woodwind, der gute alte Holzwind. Ist auch so ein kleines Ding. Da kannst du halt gar nicht dich verstecken, da geht's richtig zur Sache. Okay, geil. Das hört sich nice an. Muss nur deinen Schädel weg, du die Zähnings. Nimm mal deinen Schädel. Mir aus dem Bild nimmst. Muss hier noch alles reinhauen. So geil. So. Leute, wenn ihr diese Folge sehen wollt, wo wir das jetzt machen, und wir werden später auch noch Halloween-Sachen ausprobieren, dann schaut auf jeden Fall in der nächsten Folge vorbei, wenn es wieder heißt Gloon Keys. Machen wieder Experimente in Phasma und toben sich aus und schreibt auf jeden Fall weitere Empfehlungen, was wir sonst noch so machen können mit diesem ganzen benutzerdefinierten Zeug. Würde mich sehr interessieren.